Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Wir sind hier in der Folge 346 wunderbar. Hallo. Und wir sind gerade hier schön am Etagenbau. So, wir müssen nämlich hier genau einmal durchgraben und uns ein paar Blöckchen hier genau setzen. So, tschu. So, das machen wir jetzt erstmal so, dass wir nicht immer darunter laufen müssen, die hunderte Blöcke einsammeln. Können wir nämlich auch so machen. Nein, das ist der falsche. Und wir müssen auch demnächst nochmal Items reparieren gehen. Das wird auch noch gut. So. Dann können wir doch jetzt schon mal. Hallo. Ja, es sind halt jedes Mal 32 Blöcke, ne? Wenn wir einmal hin und her gehen. Beziehungsweise habe ich ja schon ein paar Blöcke gesetzt. Oh, guck mal, das sind so viele Slimes, die würde ich gerne haben. Aber, ja, wenn ich schon hier unten bin, dann hole ich mir es auch. Du. Dann greift der mich einfach an. So, wie viele Slimes kriegen wir hier raus? 17? 22, okay, doch. Ist doch eine ganz gute Masse. Ah, ich habe sogar geschafft, hochzufliegen. Sind sogar nur Stufe 1 Raketen. Was? Das ist ja verrückt. Schon wieder ein Slime. Also, Fakt ist, dass hier auf jeden Fall genug Slimes spawnen werden. Wenn ich nur ein bisschen weiter weg bin. Aber jetzt müssen wir erstmal die Spawn-Etagen hin. Ups. So. Tschüss, mein Slime. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich gleich nicht mehr sehen. Ich werde dich gleich nicht mehr sehen. So, dann können wir nämlich gleich hier oben erstmal ausleuchten und genau, hier können wir nämlich alles so setzen. Jawohl. So, ist jetzt nur die Frage, wir müssen mal diese Hilfsblöcke wegmachen. Wir müssen als Hilfsblöcke nehmen wir jetzt einfach nochmal hier die Dirt. So. Die Frage, die ich mir jetzt überlege, ist, wie gestalten wir das am sinnvollsten? Machst du dich weg? Und zwar markiere ich mir einfach runter und fange von unten an. Ich glaube, das geht schneller, wenn ich die letzte Etage quasi baue. Oh. Upsala, da war hier noch ein Loch. Ups. Aber ich denke mal, es ist quasi sinnvoller. Das ist noch ein Skelett. Erstmal quasi von unten dann anzufangen. Sah gerade so aus, als hättest du eine Kettenrüstung an. Du doofes Skelett. Das doofes Skelett.
So, und zwar können wir hier dann zubauen. Und hier, genau. Und hier auch. Und ja, hier müssen wir auch zubauen. Am besten bauen wir das aber gerade zu, dann ist das nämlich massiv. Massiv zu bauen ist nämlich einfach das Beste, finde ich. Da war ja ein Loch. Das habe ich nicht gesehen. Das ist die Löjeli. Also wieder ein Zombie. Da müssen wir mal gucken. Hier ist noch ein bisschen dunkel. So. Wir müssen auch nochmal ein System dann überlegen, wie wir ausleuchten. Das sehen wir aber dann später. Erstmal ist Hauptsache ein bisschen Licht. Jawohl. So, dann haben wir hier Decke quasi bis hierhin. Nur das große Ding noch. Hier ist Decke fertig. Genau, perfekt. Dann können wir nämlich hier hingehen. Und hier machen wir... So, den Beacon, den bauen wir eh nachher ab. Der ist ja eh gleich dann weg. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier so hoch. Und überlegen uns hier, was hier ist, eine Höhle. Hier bauen wir mal zu, dass das einfach zu ist. Und wir bauen einfach bis... hier hin zufällig. So. Dann ist nämlich hier schon mal weniger Mobspawn-Möglichkeiten. Da ist ein Loch. Das habe ich genau gesehen. So, so, so. So, alles zumachen. Perfekt. Guck mal, dann können wir doch hier jetzt zu. So, hier falle ich gleich bestimmt wieder runter. Guck mal, dann hätten wir doch hier die Decke fast komplett zu. Das bedeutet, wir müssten nur noch hier gucken. Was haben wir denn hier? Ja, komm. Das können wir auch zumachen. Das können wir auch zumachen. Und zwar auch komplett einfach. Fertig. So, und zwar da auch. Hier weiß ich jetzt gar nicht, ob noch was hinter ist, aber das denke ich mal nicht. Das denke ich mal nicht so. Dunkel genau, so, da auch zumachen. So. Guck mal, da ist schon wieder Slimes. Aber das Schöne ist ja, wir haben das jetzt hier fertig. Die Frage ist nur, wo gehen wir denn auf kurz oder lang? Sage ich jetzt einfach mal raus. Hier müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Wir machen einfach ab dazu. Nur, dass wir Nein, genau. Hörchen. So, perfekt. Dann bin ich wenigstens nicht so weit runtergeflogen. Ah, ja. So, können wir hier nämlich erstmal wieder abbauen. So, dann messen wir jetzt gleich erstmal. Guck mal, ein winziger Slime. Und wir haben jetzt trotzdem 52 davon. Cool. Dafür, dass wir nur die Farm bauen, ist das nicht schlecht. Und eigentlich muss hier so da, zu laufen. So, wir machen das jetzt so. Wir markieren uns das jetzt einmal. Ich weiß nur noch nicht so ganz wie, weil ich habe keine Scaffoldings. Aber Scaffoldings sind sowieso doof. Wir müssen auch irgendwie darüber. Wie machen wir es am besten? Ich mache das am besten einfach mal so. Wie macht man das? Wie springt man so hoch? Wir haben nur vier Erdblöcke dabei.
Alter, nehme ich einfach Stein, ist ja egal. Stein. Und dann bauen wir uns die so mal hin. So. So. Dann wäre eine Etage hier. Richtig? 1, 2, 3, genau. Warte mal, ich bin hier im Außenbereich, da ist nicht so wild dann. Dann kann ich nämlich einfach hier so runtergehen. So, 1, 2, 3. Also Etage da. Komm. Jawohl. Dann 1, 2, 3. Etage dort. Nee, das war nicht so gut. Aber das ist nicht so wild. Da können wir nämlich so mal. Nein, 1. 1, 2, 3. Etage hier. 1, 2, 3. Etage hier. Ja, hier kann ich nur so weit runter, weil hier ist nämlich nichts mehr. Hier müssen wir auch zubauen und zwar ab hier. Müssen wir aber erstmal zwei Fackeln setzen, sodass hier auf jeden Fall nichts spawnen kann. So, das machen wir auch gerade mal, wenn wir schon hier sind. Das machen wir auch, so ja. Nö, das Loch mache ich auch zu. Das geht ja nicht. So, hier das auch zumachen. So, zu. So, wir gehen hier einen Block raus. Genau, und zwar hier hin. Setzen wir kurz hier eine Fackel hin und machen hier einmal zu. So, wir haben dann 1, 2, 3 Spawn-Etage hier. 1, 2, 3 Spawn-Etage dort. Dann hätten wir. Dann müssen wir schon ein bisschen tiefer. So. 1, 2, 3. Spawn-Etage hier. Und das, dabei würde ich es dann auch, glaube ich, belassen. Einfach nur, weil wenn ich jetzt sage, hier nächste Spawn-Etage hier, können wir keine richtige Magma, also die Slime-Farm, also dass ich halt sterben und sowas, bauen. Wir bauen mir einfach mit Half-Slabs voll und dann geht das auch klar. Jetzt bräuchte ich halt mal. Skiffobel links, die holen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da oder ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Holen uns sonst Skiffobel links und dann werden wir ein bisschen bauen und ein bisschen Blöcke setzen. Bis dann und ciao, Leute.